Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir das L. Das wird auch ein ganz kurzes Video, denn die ersten beiden Noppenreihen sind gleich und der Rest wiederholt sich auch. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt. Ich erzähle euch natürlich alles. Wir fangen wie immer an und legen uns die Schlaufe drum, drehen es einmal, ziehen den Faden einmal durch und ziehen es fest. Und häkeln in der ersten Reihe 30 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 und 30. Das ist schon unsere erste Reihe jetzt gewesen. Jetzt fangen wir an, feste Maschen zu häkeln. Wir fangen direkt an und stechen in die nächste rein. Nehmen den Faden von hinten nach vorne. Faden nehmen und durch beide Schlaufen durch. Das ist unsere feste Masche. Das machen wir jetzt nur noch so und die zweite Reihe zählen wir jetzt auch mit, damit der Rest auch richtig wird. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 und 29. Alles richtig. Dann machen wir eine Wendeluftmasche, wie nach jeder Reihe. Drehen das Ganze. Das war die zweite Reihe. Jetzt häkeln wir in der dritten, vierten und fünften Reihe auch nochmal 29 feste Maschen und fangen dann in der sechsten Reihe mit den Noppen an. So, jetzt fangen wir an in der sechsten Reihe mit den Noppen. Wie ihr sehen könnt, sind das ein paar mehr Noppen. Aber das kriegen wir schon hin. Sind ja auch nur zwei Reihen mit so vielen Noppen. Wir fangen an mit 7 festen Maschen. 2, 3, 4, 5, 6, und 7, unsere erste Noppe. Falls du noch keine Noppe häkeln kannst, verlinke ich dir hier oben das kurze Video dazu, wo es ausführlich zu sehen ist. Und ansonsten ist das jetzt unsere erste Noppe. Danach häkeln wir eine feste Masche, die zweite Noppe.
eine feste Masche, die dritte Noppe, eine feste Masche, die vierte Noppe, eine feste Masche, die fünfte Noppe, eine feste Masche, die sechste Noppe, eine feste Masche, die siebte und die vorletzte Noppe für die Reihe. Nochmal eine feste Masche und die achte und die letzte Noppe für die Reihe. Jetzt häkeln wir noch 7 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Eine Wendeluftmasche. Drehen das Ganze. Häkeln jetzt in der 7. Reihe 29 feste Maschen. Wir häkeln die ersten festen Maschen zusammen, damit ich euch zeige, wie ihr um die Noppen rumhäkelt, falls ihr das noch nicht könnt. Und jetzt brauchen wir auch nicht mehr mitzuzählen. Es sei denn, ihr seid ganz neu und seid euch unsicher bei den Noppen. Ich zeige euch das jetzt einmal. Also hier bei den Noppen jetzt angekommen. Ist es immer rechts bei der Noppe reinstechen. Und eine feste Masche häkeln und hinter der Noppe, dann sind hier so 2 Schlaufen, eine feste Masche häkeln, dann wieder rechts von der Noppe und hinter der Noppe. Die Häkelnadel geht auch ganz einfach durch und das machen wir jetzt immer so. Wir häkeln jetzt diese Reihe mit 29 festen Maschen zu Ende und häkeln in der 8. Reihe die Reihe mit den ganz vielen Noppen nochmal. Also die ist identisch wie die 6. Dann häkeln wir nochmal in der 9. Reihe 29 feste Maschen und beginnen gleich zusammen hier in der 10. Reihe. Wir sind jetzt in Reihe 10 angelangt. Wir fangen an mit 7 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Dann eine Noppe.
eine feste Masche und auch die zweite und die letzte Noppe für die Reihe. Und jetzt häkeln wir 19 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19. Alles richtig gemacht, eine Wendeluftmasche, drehen das Ganze und haben somit unsere 10. Reihe gehäkelt. Das war die. Und die 12., 14., 16., 18., 20., 22., 24., 26. und 28. Reihe sind auch identisch wie die. Und dazwischen immer 29 feste Maschen. Und hier nach der 28. Reihe häkeln wir die 29., 30., 31. und die 32. Reihe auch mit 29 festen Maschen und sehen uns zum Abschluss wieder. Ganz viel Spaß! So, ich bin jetzt am Ende der 32. Reihe angelangt. Wir machen am Ende eine Luftmasche, eine Wendeluftmasche, schneiden den Faden ab, ziehen es raus und ziehen es fest und somit ist unser Buchstabe auch schon fertig. Noch ein bisschen zurechtziehen und so sieht es jetzt aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Häkeln. Und ein bisschen Entspannung. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und mir einen Daumen nach oben da lasst. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Video wieder. Bis dahin!